Herzlich willkommen zurück zu Ratchet & Clank 2, dem zweiten Teil vom letzten, letzten Welt. Vielleicht schon der letzte Part, wer weiß. Ach, so schlecht kann es aber gerade gar nicht gewesen sein, was ich da gerade gemacht habe. Alter, den Weg merken, herzlichen Glückwunsch. Nee, dann da weiter. Yes! Perfekt. So, ausrüsten, Mini-Raketenröhre, die da oben, auf die scheiße ich jetzt erstmal. Oh, das ist Eis hier, ne? Da kann ich doch ziemlich safe... Oh, oh. Ey! Boah, ihr kriegt so einen Rausschmeißer serviert, das glaubt ihr gar nicht. Da kann ich doch bestimmt was mitmachen mit dem Wasser, oder? Ich mach's mal noch nicht, weil rein theoretisch ist hier auch nichts versteckt. Sonst wäre das ja markiert. Vielleicht einfach mal... Okay, Eis, Eis sein lassen. Ob das funktioniert, weiß man natürlich nicht, aber... Alter Verwalter, ich sehe da hinten schon. So, und jetzt habe ich ein Problem, nämlich keine Munition mehr. Da kommen wir auch nicht hin, das heißt, wir machen einfach Hardcore. Ach du Scheiße, ich... Ups. Oh nein, wo ich wieder starte? Ja, gut, ich kann einen Verkäufer aktivieren, aber wo ich wieder starte? Ist uncool. Ist fucking uncool. Schildlaser, Kill No Eats. Und Vollgas, bitte. Oh, alle Gegner auch wieder da. Geht mir jetzt schon auf den Piss. Oh, ich glaube, da wäre ich jetzt einfach ein bisschen durchrushen. Skillen hin oder her. Achtung, zack, was für ein Wurf und bam. Wenn da einfach offen ist, dann gehe ich da auch einfach weiter. Ich war da jetzt schon. Ach, die scheiß Dynamo-Kacke auch nochmal. Solange ich nicht auch nochmal das Ding hacken muss, aber es sieht nicht so aus. Obwohl. Eigentlich müsste ich es nochmal machen müssen, oder? Nee, ich glaube sogar nicht. Das wäre wirklich toll. Jau, muss ich nicht. Ups. Aber hier bleibe ich doch nochmal drin. Weil hier ist extremst viel skilltechnisch zu holen. Weil hier kamen nämlich erstens mal sau viele Gegner. Übertrieben viel Schaden passieren, wenn es geht. Aber hier kann ich auf jeden Fall... Was? Das hat nicht gewirkt. Die Mini-Raketenröhre hebe ich mir gleich mal für das eine Ding da auf. Eieieiei. Plasma-Sprudel jetzt. Dann geht es nämlich auf alle. Fast. Oh, das war schön. Über Bande. Über Bande. Wahnsinn. So, kommen dann nochmal mehr. Ja, natürlich. Und nochmal Plasma-Spule. Bam! Auf alle. Die Plasma-Spule wird auch tatsächlich nochmal ein Level abkriegen. Das ist überragend. Also bei den Kackviechern ist mir das jetzt ziemlich wurscht. Müssen wir nächstes Mal etwas schneller vorwärts kommen. Ey, das geht einfach so auf. Okay. Egal, ob ich schieße oder nicht. So, jetzt wird's interessant. Denn die Mini-Raketenröhre muss jetzt ordentlich Gas geben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Reicht das? 7 mal? 7 mal reicht nicht. 8 mal? Auch nicht. 9 mal? Oida. Auch nicht! 10 Schuss! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gibt's da eine Special-Animation? Läuft.
So, jetzt weiß ich, dass es nicht alleine reicht. Sondern, dass ich hier noch ein bisschen schweben muss. Okay. So, jetzt ist hier. Jo! Aha, da oben habe ich schon wieder was, da habe ich was zum Railen gesehen. Und Speicherpunkt müsste dann hier auch sein, oder? Speicherpunkt? Speicherpunkt? Kein Speicherpunkt, aber ein Verkäufer? Das ist selten. Und was ist das hier? Irgendwas kann ich da aktivieren. Ah, okay, okay, okay. Okay, das hat man auch lange nicht mehr. Kann ich's noch? Kann ich's noch? Wo geht's los? Wo geht's los? Oh, ich sehe nichts. Da unten. Eins, zwei, drei, vier. Ah, fünf da oben. Okay. Puh. Ich könnte auch neu starten drücken, aber das war mir jetzt zu einfach. Okay, nochmal. Erstmal lassen. Zweimal, glaube ich, war es lassen. Ne? Einmal oben, einmal, einmal und einmal oben. Dann drehen. Dann drehen, dann drehen. Dann drehen. Lassen. Drehen. Drehen. Lassen. Drehen. Drehen. Oh, fast verkackt. So, und du bewegst dich jetzt? Oh ja. Oh ja. Okay, da ist irgendwas zum Railen. Da oben, da oben, da oben, da oben ist der Start. Das habe ich schon gesehen. Okay. Oh. Oh, hier ist doch bestimmt Action. Hier kann ich doch bestimmt meinen Kollegen hier schon fertig skillen, oder? Würde ich das feiern. Na, wahrscheinlich reicht die Muni nicht. Ach, guck mal, wie wir da ganz da hinten haben. Ah, wird nicht reichen, ne? Schade. Gut, dann den Rest halt mit der Mini-Raketenröhre. So, down! Mini-Raketenröhre dauert extremst viel länger zum Scalen. Wow! Ich sehe das schon. Ich kann gleich nochmal gefühlt rüber mir nochmal Munition holen. Falls das geht, würde ich das sogar machen. Würde ich das hier und heute in Anspruch nehmen. Noch eine Welle! Really? Ah, es geht echt nichts über den Rausschmeißer. Er tötet einfach alles. So, fährst du mich nochmal zurück auf Anfrage? Ja! Ah, würde ich jetzt an der Stelle eigentlich nicht machen, aber ganz ehrlich, Leute, ich will die Waffen vom Endboss skillen. Hallo? Und das kann keine dumme Idee sein. Und ab die Post. Jetzt holen wir uns hier... Oh, guck mal! Jetzt sehe ich es erst. Da links oben ist der Platinbolt. Ich habe beim ersten Mal gar nicht gesehen. Da sehe ich doch schon, da muss ich wieder hier irgendwas mit unserem ersten Traktor strahlen. Ach, guck an! Einfach zur Seite schieben. Ah, und dann wird gerailt. Passt. Wuhu! Oh, der sieht eigentlich relativ einfach aus. Oh, okay, die Stelle habe ich nicht kommen sehen. Jo, der war easy. Der war easy. Na, mal einen von zwei schon. Ach so, na, das war der, der auch eingezeichnet ist. Okay. Oh, da hinten sind wir schon beim Finale. Uiuiuiui. Ui, 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 ui. Hoffentlich kriegt man noch irgendwie nochmal so einen Checkpoint vor dem Boss, dass man quasi nochmal zum Anfang zurück dürfte. Meine lieben Freunde, ihr kommt mir sehr gelegen. Plasma-Spule skillen. Und Achtung, gleich Hammers. Und BÄM! Boah, was für ein Riesenteil! Plasma-Sturm. Was kann das jetzt? Schießt es gleich mehrere hintereinander? Ui, ja. Die geht ja mal ab. Shit, wir stehen vor dem Endboss. Da ist er,
Der Protopet-Duplikationsraum. Ich habe mich verspätet. Es gab Ärger mit den Wachen. Kein Problem. Genau rechtzeitig. Der Anzug ist cool, den ich gekauft habe. Okay, mal sehen, ob es funktioniert. Sie will uns etwas sagen. Ach was. Viel Spaß mit dem Captain Quark. Denken Sie daran, mein Name ist Steve. Steve McQuark. Now. Jetzt habe ich 1 Million Hygienatoren verkauft und kann die Rückkehr des größten Superhelden aller Zeiten finanzieren. Hä? Captain Quark. Ach komm. Ich brauche jetzt nur noch eine neue Galaxie mit neuen Fans, damit ich sie vor einer Katastrophe retten kann. Hä? Steckt er jetzt dahinter? Aber... Sir, ich verstehe das nicht. Mr. Fizzwidget! Was? Das ist übel. Also gut, was zum Teufel geht hier vor? Ich kann es erklären. Ich werde die Galaxie von den Protopets retten. Und ihr werdet zum Staatsfeind Nummer 1. Oh, und 2 und 3. Wachen, schnappt sie! Lächeln, es geht los. Bürger von Burgon. Ich bin Captain Quark. Ich komme in dieser finsteren Stunde zu Ihnen, um die leuchtende Fackel der Gerechtigkeit in Ihre Galaxie zu tragen. Fackel der Gerechtigkeit? Wie Sie wissen, wurde eine Bedrohung namens Protopets auf Ihre Galaxie losgelassen. Aber keine Angst, Burgonia. Ich, Captain Quark, habe die Verbrecher geschnappt. Ja, liebe Bürger, diese Personen stecken hinter Megacorps scheußlichem Experiment mit dem Tod. Und jetzt werde ich mit diesem, Super-Elektro-Dings, das ich erfunden habe, die Bedrohung der Protopets ein für alle Mal beenden. Das ist mein Helixomorph. Ich habe ihn erfunden. Bleiben Sie dran, liebe Zuschauer. Ich werde das Signal von diesem Helix-O-Ding verstärken und so alle Protopets vollkommen harmlos machen. Eine kleine Demonstration. Mami! Funktioniert der Helixomorph eigentlich? Hat er mal. Ich kann ihn bestimmt reparieren. Komm schon, Clank. Wir holen ihn uns. Holy shit. Ihr müsstet mein Gesicht gerade sehen. Mein Mund war schon weit offen, als auf einmal aus Fizzwidget Captain Quark wurde. Aber er ist ungefähr nochmal 3-mal so groß. Also quasi meine Kinnlade hängt quasi schon, ne? Weit unten. Und dann kommt so ein mega fettes... Alter! What the fuck? Ich habe... Geil fand ich auch, dass sie was zum Teufel einen Zensurbalken über ihren Mund gelegt haben, weil sie wahrscheinlich in echt What the fuck sagt oder so. Und das zu Recht! What the actual fuck? Also ich habe mir mit vielem gerechnet, ja. Und ich habe mir auch gedacht, dass Captain Quark nochmal zurückkommt und irgendeine Rolle vielleicht spielen könnte. Aber dass er in einem Fizzwidget-Kostüm ist und für all das verantwortlich ist, erst die Bedrohung macht, dann quasi rückgängig machen will, um als Held dazustehen. Jetzt wird er gefressen vom Riesen-Pet. Oh, what the fuck, Alter, ich brauche eine Pause und ein Bier.